Jetzt wollte ich natürlich gleich weitermachen und habe mich in das Harpiengebiet begeben. Zu diesem Steintor, das ich damals entdeckt hatte und mich gewundert hatte, wofür das ist. Und ja, ich dachte eigentlich, ich kann hier was anklicken, aber einfach dadurch, dass ich in die Nähe kam, ist es verschwunden. Und es hat sich ein weiterer Wegbereich oder ein neues Gebiet geöffnet. Oh, upsali. Ein richtiger Dämonen. Und jetzt gucken wir einfach mal, wie es da weitergeht. Ich hatte auch ein Level-Up. Dadurch, dass ich mich hier erstmal durchkämpfen musste. Und dadurch, dass ich Harpien getötet habe. Sogar auch ein Move-Up bei Homestead. Aber das Herkommen bzw. Tor suchen, weil ich nicht mehr ganz genau wusste, wo genau das ist. Klar, Harpien war klar, aber ihr seht, ich habe mich ein bisschen verirrt, weil ich eben nicht mehr genau wusste. Ich dachte, hier wäre es irgendwo gewesen, aber das Tor ist hier unten. Und jetzt gucken wir einfach mal, was uns hier erwartet. Das müsste ja eigentlich ein Boss sein, der uns wieder etwas droppt. Jetzt ist wahrscheinlich dieser Stein. Ne, der ist noch da. Der ist da. Na, gucken wir einfach mal, was uns hier erwartet. Wie es hier weitergeht. Also hier hat es lauter so Gegner, die hier einfach aus der Erde kommen. Die meinen, sie müssten mir zeigen, was eine Hake ist. Jetzt muss ich natürlich auch ganz gut gucken. Die sind ja fies. Dass ich hier auch nichts übersehe. Hier könnte es doch eigentlich durchgehen. Oder hier hinten. Bin ich so fett. So dick. I can't do that yet. Es wäre doch schön, wenn man hüpfen könnte. Oder klettern. Hier komme ich doch hochgeklettert. Nee. Nein. Aber es muss ja irgendwo weitergeben, weil sonst wäre hier ja zwar ein geheimes Gebiet, aber sonst nichts. Das wäre ja schade. Oh, ein Boss. Sublaels Wächter. Und da hinten ist ein Portal. Ein der. Das dachte ich gerade, wenn ich weglaufe, kann mir nichts passieren. Aber der greift von oben an. Ah, nein, 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 nein. Nicht sterben. Nicht sterben. Nicht sterben. Oh, und da schleudert es mich auch noch durch die Luft. Das war jetzt fies. Das war fies. Bin nämlich vorhin auch schon mal erstmal falsch gelandet, weil ich mit dieser Karte immer so ein bisschen Probleme habe. Genau. Da! Der war jetzt gemein. Gut, aber jetzt müssen wir ja auch mal hin müssen. Und das Gebiet bereinigt haben wir ja auch schon weitestgehend jetzt. Da ist noch was übrig. Wahrscheinlich was, was aus der Luft stürzt. Genau. Die sind wahrscheinlich wieder hinter mir runtergekommen, als ich hier durchgekommen bin. Oder sie kommen immer. Das könnte natürlich auch sein. Das sah so aus, als ob da noch was wäre. Aber ich glaube, in dem Gebiet haben wir richtig gut rumgeguckt. Soweit ich mich entsinne. Da war ich doch relativ gründlich. Guck, da sind schon wieder gerade welche runtergekommen. Die kommen immer erst so spät. Und dass die dann einfach hinten sitzen bleiben. Wenn man keine Aggro mehr hat.
So. Was haben wir denn? Ah ja. Das passt. So, jetzt muss ich mich aber ein bisschen schlauer anstellen. Was ist denn los? Das Gebüsch lässt mich nicht mehr durch. Hä? Ich bin doch hier an der richtigen Stelle. Lass mich jetzt verkackeiern. Muss ich jetzt erst diesen blöden anderen Boss nochmal töten? Weil hier ein Bug ist. Ich komme hier nicht durchs Gebüsch. Guck mal da. Da sind so komische. Nicht dein Ernst. Mach mich nicht. Also, das kann ja wohl nicht sein. Ja, aber der Busch war doch vorher auch gar nicht, oder? Das wäre ja blöd, wenn man die Schnitzeljagd nur einmal machen darf. Oder wenn man die in einem. Wenn man die ohne Fail in einer Session schaffen muss. Also offen ist ja eigentlich. Also ich weiß jetzt nicht, ob es dieser Busch hier ist. Oder ob eine imaginäre Steinwand wieder da ist. Ich habe keine Ahnung. Hätte ich vielleicht ein Portal machen sollen. Jetzt ist es natürlich zu spät. Das ist ja fies. Ich port jetzt mal weg. Wieder hin. Was mir aber wahrscheinlich nichts nützen wird. Also falls jemand weiß, warum das jetzt hängt, dann porte ich jetzt mal aus der Karte. Das wäre dann Homestead. Wieder zurück. Ich bin angegriffen. Ich mal erstmal. Also sorry, das finde ich jetzt ein bisschen doof. Aber damit es die Mechanik ist, dass man das ohne Fail schaffen muss, wäre ja möglich. Das kann ich noch nicht mal mehr im Portal benutzen. Ich glaube, das Spiel ist verbuggt. Es ist bestimmt ein Bug. Es kann nur ein Bug sein. Jetzt hauen wir hier mal ab. Also die Büsche stehen hier immer noch. Sehr merkwürdig. Jetzt wollte ich euch hier zeigen, wie das weitergeht. Und jetzt sowas. Ihr könnt es mir ja dann erzählen, was ich falsch gemacht habe. Dann spiele ich jetzt an der Story weiter. Und wir probieren das ein anderes Mal. Vielleicht, wenn ich ganz außen wieder eingeloggt habe. Geht's. Cool wäre ja, wenn man das Rift erstellt und das würde sich dann, das würde nicht hier erscheinen, sondern einfach da vor einem. Und dann könnte ich da hinporten. Okay, dann muss ich das jetzt wohl erstmal so akzeptieren, dass ich da jetzt nicht mehr hinkomme. Dass für mich versperrt ist. Ärgert mich aber jetzt. Mich ist nämlich gefreut. Gedacht. Da. Ja, das hilft mir nichts. Wenn ich da jetzt nicht hinkomme. Dass da die Quest weitergeht. Ich könnte jetzt natürlich auch einfach ein neues Spiel starten. Einfach mal aus- und einloggen und gucken.
wisst ihr was, ich mache jetzt mal ein bisschen Story weiter. Und beim nächsten Mal, wenn ich wieder neu anfange, dann gucke ich mich mal, dann gucke ich mir das mal an. Aber das finde ich jetzt schon irgendwie merkwürdig. Weil ich meine, die Büsche waren eben nicht so dicht da. Also dieser Busch hier. Oder doch? Oder nein? Gut. Wenn das jetzt so ist, dann ist es so. Das heißt, wir wandern weiter nach Homestead. Und ich glaube, die haben auch noch genug für uns zu tun. Dann machen wir erstmal da weiter und gucken uns die Schnitzeljagd dann beim nächsten Mal an. Wir hatten ja hier den Zugang jetzt geöffnet in dieses Gebiet und das wäre dann das nächste. Oh, da hat es auch ganz viele. Ja, ganz viele Punkte, ganz viele. Das sind wahrscheinlich die Farmer, denen, die sich beschwert haben, weil ihnen nicht geholfen wird. Die werden wahrscheinlich jetzt kräftig schimpfen. Mal gucken. Ah, danke, dass du uns hierher gebracht hast. Als du uns gefunden hattest, war ich zwar entschlossen, in den Graben zu sterben, aber hier in den Feldern habe ich eine neue Aufgabe gefunden. Diese alten Hände mögen vielleicht zittern, wenn sie ein Schwert halten, aber ich kann immer noch ganz gut mit einer Harke umgehen. Ach, das sind jetzt alle die, die dann im Lager saßen. Verdammte Dermapteraner! Die Nahrung eines ganzen Jahres wird da draußen verderben. Warum hat die Schwarze Legion sie nicht beseitigt? Ich weiß es wirklich nicht. Soma beschäftigt sich nur mit ihrem Krieg gegen die Ätherischen. Dann gibt es noch diesen verdammten Kult. Ich bin kein Soldat, also sollte ich wohl lieber meinen Mund halten und die Feldarbeit erledigen, die wir haben. Ich verstehe. Das ist ein schlechter Boden, nicht so wie auf dem Elmsworth-Gutshof. Das war eine gute Erde. Aber ich glaube, das kriegt er schon hin hier. Gibt es ja auch noch einen, der sagt aber nichts. Der auch nicht. Gut. So, was ist denn hier mit den Büscheln? Da können wir nichts machen. Hier geht's wohl auch nirgends durch. Da könnt's durchgehen, da geht's sogar einen Weg. Nur. Oh! Oh, oh, oh! I can't do that yet. Ja, aber halb kaputt ist es schon. Aber nur halb kaputt. Gemein. Okay, das ist jetzt nur der Acker hier. Oh, die Musik. Thornsbury Bauernhof. Ich bin übrigens beim Hinlaufen zur Schnitzeljagd 35 geworden und hatte dann noch einen Erfolg. Und der hieß Champion. Ein Achievement. Kürbisse! Kann man die umhauen? Nein. Also, da sind ja schon die Dermapteraner, also so Ungeziefer, das die Ernte kaputt macht. Und dem soll man sich ja widmen und da unten sieht man auch schon die drei Sternchen. Das sind wahrscheinlich hier. Beseitige die Eiansammlung. Ich habe zwar jetzt gar keine gesehen. Wo sind denn da Eiabsammlungen? Ansammlungen? Ich sehe gar keine. Die habe ich jetzt aus Versehen kaputt gemacht, sozusagen. Indem ich hier rum. Oh, der Arme. Hier rumgekämpft habe. Ja, das sind eigentlich wie so Ohrenzwicker, die ganz riesig sind. Ah, okay, das sind diese Baumstümpfe, okay. Und dann der da, das hier, da sind die drin. 10 Stück, okay. Gucken wir uns aber ein bisschen ordentlich um hier und rennen nicht so irre unkoordiniert durch die Gegend. Jetzt haben wir nachher wieder die Hälfte verpasst. Ach, da hätten wir auch rein können. Okay, in dieses Gebiet also hätten wir eigentlich gar nicht warten müssen. Hä?
aber dieses Tor von der Stadt aus ist ja erst nach dem Questfortschritt aufgegangen. Aber hierher hätten wir trotzdem schon vorher können. Dann von der Seite, oder? Wenn ich das richtig sehe. Na egal. Dann hätten wir wahrscheinlich auch nur die Viecher killen können. Ich würde gerne so ein paar Kürbisse zerschnetzeln. Gehen aber nicht, oder? I can't do that Ja, yet. ja, ja. Nee. Aber die sehen schon sehr, sehr vertrocknet aus hier. Ja, wenn die natürlich nicht auf die Felder können, die Bauern zum Ernten, dann vertrocknet das natürlich alles. Dailas Tagebuch. Verlorenes Tagebuch. Das war sogar ein Quest. Ah, ja, stimmt, da war irgendwas. Mal gucken, was sie schreibt. Ja, guck mal heimlich rein. Psch, ihr verratet nichts, dass wir reingeguckt haben. Auszug aus Dailas Tagebuch. Oliver will nicht mehr, dass ich hier etwas reinschreibe. Er sagt, es erzeugt Träume in meinem Kopf, wenn es auf dem Bauernhof Arbeit zu tun gibt. Also schreibe ich nachts, wenn er schläft. Er kann die Muse, die mir zu Herzen geht, nicht aufhalten. Die hängende Stieleiche von Dailas Thornsbury. Ah, sie schreibt gern Geschichten. Die Äste eines nahegelegenen Baumes klopften mit einem gleichmäßigen Rhythmus gegen das Schlafzimmerfenster. Ein weiterer Sturm zog am Horizont auf, aber Daila wurde das Gefühl nicht los, dass dies nur ein weiterer Regenschauer sein würde. Sie saß in ihrem Bett und warf einen kurzen Blick auf ihren Mann Oliver. Er schlief immer noch tief. Nicht einmal ein Wirbelsturm würde diesen Mann aus seinem Schlaf reißen. Daila stand auf und achtete darauf, nicht die Decke von ihrem Mann wegzuziehen. Sie schlich zur Garderobe und nahm ihre Kleidung. Einen abgenutzten Anzug zu leichter Lederrüstung und ihr treues Schwert Sturmherz. Die Klinge sprühte Funken, als sie sie aus der Scheide zog. Der Zauber war immer noch so stark wie an dem Tag, als sie sie im Grab im Norden von Darkvale fand. Daila wechselte die Klinge und hakte die Scheide. Was wechselte? Wieso wechselte? Wechselte die Klinge und hakte die Scheide an ihrem Gürtel ein. Bevor sie zur Tür hinausging, warf sie noch einen letzten Blick auf Oliver. Es war gut, dass er nichts von ihrem kleinen Nachtwachen wusste. Er würde vor Sorge nur krank werden, und Daila konnte es nicht ertragen zu sehen, wie er von ihrer Sicherheit besessen war. Der Wind schlug Dailas Haare um ihr Gesicht, als sie aus der Haustür trat. Der Regen nahm schon allmählich zu, der Boden war völlig durchnässt und verwandelte den Weg in Schlamm. Daila ging vorsichtig und trat bei jedem Schritt auf einen Stein oder dort, wo der Boden noch fest war. Schließlich kam sie bei einer Eiche an, ein Ort, an dem sie mit ihren Gedanken allein sein konnte. Aber in jener Nacht stimmte etwas nicht mit diesem Ort. Sofort wurde sie von einem Angstgefühl überwältigt. »Ich wusste, dass du kommen würdest, um mich zu begrüßen, Daila, meine Liebe«, sprach eine grässliche Stimme hinter dem Baum. Daila zog Sturmherz, seine funkensprühende Oberfläche verwandelte die Regentropfen in Nebel. Eine dunkle Gestalt zeigte sich und ging ruhig auf sie zu. Sie konnte das Gesicht des Mannes nicht sehen, aber sie wusste sehr wohl, wer er war. »Komm schon, begrüßt man so seinen Bruder?« Der Mann sprach wieder. Daila sagte kein Wort. Stattdessen ließ sie ihre Klinge sprechen. Die Gestalt konterte ihre Schläge mit einer eigenen Klinge, einem brennenden Schwert, das bei jedem Schwung Feuerstreifen in der Luft hinterließ. »Ich sehe, du hast geübt«, sagte der Mann mit einem Grinsen, das sich auf seinen Lippen bildete. Der Donner hallte am Himmel, der Blitz schlug vom Himmel ein und erhellte kurz den Schauplatz. Das Licht des Sturms enthüllte das Gesicht von Dailas Widersacher, das grausige, stark verfaulte Gesicht ihres Bruders. »Travis«, zischte Daila mit zusammengebissenen Zähnen. Sie startete einen weiteren Angriff. »Und weiter dürfen wir leider nicht lesen.« »Das ist nur ein Auszug.« »Warten neugierig auf mehr?« »Dann hat sie hier wohl ihr Haus.« »Guck mal, ob da noch irgendwas in den Schränken ist.« Sieht nicht so aus.
ja auch noch ihren Tisch zerdeppert. Naja, damit muss er leben. Wer weiß, ob sie wieder herkommt. Den Schrank noch. Nö. Ah, ist nix. So, da hat sie ja einiges im Stall. Und die Tiere, die sind natürlich... Die fallen also auch nicht nur über das Getreide her oder über die Nahrungsmittel, sondern tatsächlich auch über Tiere, so wie es aussieht. Und da stinkt so ein Fauls. Bäh! Das sieht wirklich nicht sehr appetitlich aus. Was müssen wir denn jetzt noch machen? Wir müssen noch... Oh ja, doch, wir müssen noch Nester finden. Ich habe gerade geguckt, ob wir schon was abgeben können, aber ich glaube nicht. Jetzt gucken wir auf die Karte. Wir könnten hier unten noch den Teil erst machen, bevor wir über die Brücke gehen. Das werde ich auch tun. Wahrscheinlich sind da eher so Nester. Könnte ich mir vorstellen.